Ja, Checker-Freunde, machen wir vom neuen Zoe ein Systemvideo mit dem großen Navi, was extra kostet. In dem Fall haben wir hier das 9 Zoll, ansonsten 9,3 Zoll, ansonsten sind 7 Zoll Serie. Das ist ein bisschen kürzer. Ja, das sieht man dann schon ein bisschen. Ja, wir haben hier unten unsere Home-Taste. So, gucken wir nochmal, ob alles gut ist. Ja. Da sehen wir hier das Navi, dann können wir hier Bluetooth, Telefon oder halt eine Quelle aussuchen. Ja, gehen wir mal hier drauf, dann machen wir FM. So, und dann sieht man hier Radio, Telefonkopplung können wir hier verbinden. Oben links Temperatur und hier, wenn es was Neues gibt, Benachrichtigungen haben wir keine. Ja, und dann kann man hier einen User eingeben, sprich ein Benutzerprofil. Und wenn ich dann direkt da drauf gehe, dann schaltet er sich automatisch gleich auf diese ganzen Daten ein. Ja. Wir haben eine Verbindung nach oben, sieht man, die, wenn man hier drauf geht, so, dann zeigt er uns wie Konnektivitätsstatus, TEG, Netzstatus, ja, ist gut, verbunden, 4G. Also wir sind immer online, ja. So, Datenaustausch, haben wir jetzt off gemacht. Genau, das ist hier dieses Zeichen oben rechts, ja. Also das ist unsere Home-Taste. Wenn ich hier aufs Navi gehe, dann wird es groß. Ich so, jetzt zoomen wir mal ein bisschen, machen wir das ein bisschen, dass es ein bisschen schöner aussieht. Ja, wir sind in Weilerstadt. Ja, jetzt kann ich hierüber schon mal gleich mein Navi steuern. Wenn wir mal drauf gehen, gehen wir gleich mal hier über Menü Navi. Ich kann hier Adresse finden, letzte Ziele, Favoriten eingeben, Sonderziele. So, dann hier der Knopf zeigt mir an, welche Reichweite ich habe mit Laden. Es ist nicht ganz so voll, wie weit ich komme. So, jetzt sucht er. Anhand der Reichweite, 162 Kilometer haben wir, wie weit kann ich fahren? Ja? Das Blaue ist Standard und Grün ist im Eco-Modus. Ja? Und dann, wenn ich noch hier auf die Zapfsäule gehe, zeigt er mir dann auch noch an, wo es hier in der Gegend Ladestationen hat. Ja? Dann gehe ich bloß hier drauf, dann zeigt er mir an, okay, wo bin ich, wie viel Grad, wo sich das praktisch befindet, Längen, Breitengrad. Telefonnummer, was offen, was kann ich laden, etc. Typ 2 zum Beispiel, keiner besetzt, ne? Dann kann ich da anrufen oder direkt mich dorthin führen lassen. Ja? Gehe ich wieder eins zurück, gehe ich wieder zurück. So kann ich hier diese drei Punkte nehmen. Wenn die beleuchten, gibt es ja immer irgendwas. Ja? Und in dem Fall kann ich jetzt hier die POI verbergen. Ja? Die Point of Interest kann ich hier verbergen. Machen wir jetzt nicht, lassen wir es so. Und plus minus, dann kann ich natürlich halt auch zoomen. Ja? Oder ich mache das, wie gesagt, wie beim Telefon mit den Fingern, ja. So, dann kann ich hier eine Route planen, eine Route erstellen, ja. Ansonsten ist jetzt alles gerade dunkelgrau, weil keine Navi-Adresse drin ist, sonst würde das alles leuchten. So, Verkehrsübersicht, der zeigt mir dann hier an, wo gibt es irgendwo Probleme. Dann wird es rot angezeigt, beziehungsweise Live-Verkehr. Was jetzt gerade auf meiner Strecke zum Beispiel liegt, würde der dann hier dann anzeigen, zum Beispiel Stau oder Unfall oder was weiß ich, Gegenstand auf der Fahrbahn. Dann haben wir hier wieder drei Punkte. Dann gehe ich auf Einstellungen. So, dann soll mir das Fahrzeug anzeigen über das Navi-System niedriger Akkuzustand melden. Ja, und dann kann ich hier die Ladeart eingeben. Ja, was soll mir anzeigen, wo ich laden kann, wo ich dann direkt hinfahren kann? Ne? Normalladen 2 kW bis 7 kW, beschleunigtes Laden 11 bis 22 kW, oder 22 kW bis 43 kW oder ultraschnelles Laden DC, ne? CCS in dem Fall, was jetzt neu mit dabei ist. Ne? Das kann ich hier eingeben. Oder Steckertyp noch. So, Typ 1, Typ 2, ja, was ich also brauche. CHAdeMO, einphasig, dreiphasig. Ja? Kann ich da alles noch mit alles aussortieren, was mir auf der Karte anzeigen soll. Ne? So, gehe ich wieder zurück. Das ist immer die Rücktaste. Das ist gut gemacht. Also Live-Verkehr haben wir keinen. Den Reiter haben wir auch. Gehen wir wieder zurück. Eins zurück. So. Dann wieder eins zurück. Ja, das war unsere Verkehrsübersicht. Dann gehen wir auf Einstellungen. So. Da waren wir gerade eben. Ladeart, Steckertyp. Dann auf Route. Ja, was soll es mir alles anzeigen? Art der Route, schnell, öko, kurz, Alternativrouten zulassen. Kann man zum Beispiel on machen, Umfahrung nutzen, immer erst fragen oder nie, Mautstraßen fragen, Autobahn zulassen, ja, Fähre zulassen, ja, Autozüge zulassen, in dem Fall nein, selbstlernendes Navigation, gehen wir hier mal drauf, selbsterlernende Navigationsaktivierung ist aus,
verändere ich jetzt auch nicht. Ansonsten nimmt er sich dann praktisch die Strecken mit und hinterlegt sie. Ja, herunterladbare Ziele, ja an. Zeitlich beschränkte nutzbare Straßen zulassen, wenn öffentlich, ja, immer oder nie. Ja. Gebührenpflichtige Straßen, Vignetten zu umfahrendes Gebiet, ja. Unbefestigte Straßen zulassen, nein. Ne? So können wir das hier alles aussortieren. So, auf was soll es mir auf der Karte anzeigen? Zeitanzeige, also das Kartenschema, Anzeige Verkehrsereignisse, Verkehrszeichen, Autosum, mein Auto, Kreuzungsansicht, Point of Interest anzeigen. So, dann gehe ich hier drauf. Dann sehen wir, was soll er mir anzeigen? Restaurant zum Beispiel, einkaufen, Krankenhaus, parken, ja. So kann ich hier so zigtausend Dinger, Tankstelle natürlich, ja, soll er mir anzeigen, auf dem Navi. Dann kann ich natürlich mir das alles so persönlich einstellen, wie ich möchte mit den POIs, ja. So, Anzeige Wetter, ja, Ladeinformation, gehe ich hier nochmal drauf. Deutschland, so Hammer, ne? So, und dann sehen wir hier noch einmal, was wir fahren dürfen, finde ich auch cool. 50, 100 Richtgeschwindigkeit, Autobahnrichtgeschwindigkeit, ja. So, dann Kilometer, Rechtsverkehr, das kann ich ja alles einstellen, ja. So, gehen wir wieder ein zurück, also das funktioniert haptisch sehr gut. So, dann gehen wir nochmal auf mein Auto. So, so, dann kann ich mir zum Beispiel anzeigen lassen, das finde ich cool. Was soll es mir auf dem Symbol anzeigen? Soll es mir ein Zoe anzeigen? Soll es mir einen Pfeil anzeigen? Oder hier diesen Renault-Rennwagen? Ay, geil, noch besser, ja. Mega-Renault-Teil. Was ist denn das? Ein tiefer gelegter, breitgezogener S-Pass. Oder wahrscheinlich so eine Formel-E-Renault-Maschinchen. Nein, den silbernen finde ich cool. So, den nehmen wir. Ja, den soll er übernehmen. Gehen wir zurück. So, cool, das sieht ja so aus, ne? Da ist Treasure. Okay, alles klar. Und dann werden wir nachher gleich auf dem Navi sehen, dass man das Auto praktisch anzeigt. Ja? Hier habe ich wieder 3 Punkte und dann kann ich alles zurücksetzen. Das machen wir nicht. Okay, gehen wir wieder zurück. So, das waren hier die Einstellungen. Jetzt habe ich hier auch nichts mehr, bloß ich kann hier oben natürlich noch eingeben, Suche. So, jetzt sehen wir schon. Jetzt wird hier das Auto angezeigt, statt vor dieser rote Dreieckspfeil. Mega. Ja, hier kann ich die Anzeige verändern, ja, möchte ich nach Norden gerichtet, möchte ich 3D, ja, hier zeigt es mir dann immer meinen Punkt an, dass ich wieder zurückgehe auf meinen Punkt, auf meine Stelle, ja, hier zeigt es mir den Zoom an, so, hier kann ich dann Plus und Minus und zurückzoomen, ja, die 3 Punkte, die Favoriten speichern, Point of Interest in meiner Nähe, da kann ich noch schön drauf gehen, so, und da zeigt er mir an, was hat es denn hier so in meiner Nähe, ja, Aral, Merklingen, Imbiss, ah, da hole ich immer meine Pizza oben drüber, hier bei mir in der Halle. Ja, dann gibt es ja die ganzen anderen, die zeigt es mir alle an. Das finde ich echt cool, also. Und dann brauche ich bloß drauf tippen, da gibt es entweder eine Telefonnummer oder ich lasse mich dorthin navigieren. Ja, coole Geschichte. Sortieren nach Entfernung, ja, das brauchen wir jetzt nicht. Dann geht man wieder zurück. Also eine echt eine coole Geschichte. Das zum Thema Navi. Sehen wir, jetzt kann ich, ist auch hier der Pfeil. Jetzt kann ich hier, okay, das macht man bloß mit Nachzoom, kann ich nach Norden etc. eingeben. Gehe ich wieder zurück. So, dann war das hier mein Navi. So, jetzt bin ich wieder hier auf meiner Home-Taste. Kann natürlich hier auch noch ein bisschen zoomen. Ne? So, aber muss ich es groß machen, okay? Ja, zack, da ist groß. So, gehen wir wieder zurück. Das ist meine Home-Taste. So, und jetzt habe ich hier 3 Reiter. Das sind, also wir haben hier praktisch mit dem Grün hinterlegt. Sind wir ganz links sozusagen oder ganz rechts. Jetzt muss ich hier nach links rüber streichen, ja? So. Dann habe ich hier meine ganzen Fahrassistenzsysteme, ja. Verkehrszeichenerkennung haben wir mit an Bord. Dann hier Spurhalteassistent, den tue ich hier mit den linken Knöpfen ganz links am Armaturenbrett, tue ich das bewegen. Und dann gehe ich hier nochmal ein bisschen drauf, kann ich angucken, hier kann ich meinen Ladeplaner starten. Wann soll ich laden, ja. Programm starten, also hier. So, das geht nur, wenn es dranhängt. Und das Programm genauso geht auch nur, wenn es dranhängt. So. Jetzt kann ich hier aber die Zeit zum Beispiel eingeben und dann auf Speichern drücken und dann geht er, wenn er am Strom hängt, geht er dann praktisch da an, ja. So, und hier das gleiche Thema, ja. So, Ladeprogramm 1, da kann ich zig verschiedene Programme eingeben, also in dem Fall zig verschiedene, nicht 5 in dem Fall. So, und wann er angehen soll, ja. So, dann haben wir die Klima, die ist jetzt momentan off. Dann habe ich hier noch einen Kalender und dann kann ich hier zum Beispiel in meinem Auto was eingeben,
Dann sagt er mir, wenn ich einen Termin habe, hey, ich muss jetzt da und da hin, dann kann ich hier einen Termin eintragen, was weiß ich, Zahnarzt, Arzt oder keine Ahnung, zum Schwabenchecker Autotest machen oder was weiß ich. Ja, ne? Klima, Laden, dann gehen wir wieder zurück. So, Luftqualität. So, Ihr Fahrzeug verfügt über einen Innenraumfilter und einen Schmutzsensor, die einströmende Luft permanent reinigt. Der Reinigungszyklus ermöglicht eine Verbesserung der Luftqualität im Innenraum. Dann können wir noch eins nach links ziehen. So, und dann haben wir hier praktisch Widget hinzufügen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel persönliche Sachen mit draufziehen. Ich sage mal meine Schnellwahlseite, wo ich da drauf ziehen kann. Da machen wir jetzt nichts. Sozusagen eine Favoritenseite. Ja. Und ansonsten gehe ich dann wieder nach rechts und wieder nach rechts. Und dann bin ich hier auf meiner Hauptseite. Ja, ja, kommen wir aufs Menü. Beziehungsweise wir können hier noch die Quellen vom Radio verändern. Wie gesagt, FM-DR oder über Bluetooth, übers Telefon. Oder wieder schließen. Hier kann ich natürlich Sendersuchlauf machen. Ja. So, kann natürlich direkt groß darauf zugehen. Da kommen wir direkt auf Radio. Kann dann selber suchen, ja, oder mache hier Suchlauf, setze mir das als Favorit auf diese eine Liste, da gibt es dieses Sternchen hier mit drauf, oder ich gehe hier nach der Senderliste, ja, dann kann ich hier suchen, was habe ich hier für Sender, ja, Preset, kann ich sie mir dann auf der Senderliste dann, wenn ich dann lang drauf bleibe, zack, pieps, hat er sie mir praktisch abgespeichert, ja. So, na, ich gehe nochmal da drauf. So, dann haben wir hier nochmal drei Punkte. Dann kann ich hier die Radioeinstellung machen. Ja, Radiotext an, Region an, TA, iTraffic ist jetzt aus. Das heißt, dass er laut wird. Wenn eine Radiodurchsage kommt mit Gefahrmeldung, dann geht's Radio runter oder die Musik und das iTraffic wird laut, dass man es hört. Ne? So, dann kann ich das zurücksetzen. Gehe ich zurück. So, gehe ich nochmal hier drauf. Toneinstellung, dann kann ich hier direkt Toneinstellung machen, wenn es kommt. Kommt nicht. Dann muss ich das nachher direkt übers Radio machen. Also hier habe ich einige Möglichkeiten, Senderspeicher zu machen. In dem Fall 27 an der Zahl. Und ja, gehen wir wieder zurück. Das war das Thema Radio. Gehe hier drauf auf Telefon. Dann kann ich hier die Geräte verwalten. Bluetooth an. Welches Gerät, neues Gerät hinzufügen. 3 von 6, also 6 gehen. Wenn das alle 6 da sind, kann ich kein neues mehr koppeln. Dann muss ich andere löschen. Ja. Dann habe ich hier meine Dienste, Gerätemanager. So, das ist mein Telefon sozusagen, was vorher dran war. So, dann nochmal auf die Daten. Das war das, was wir vorher oben hatten, ne? Netzstatus. Gehen wir wieder zurück. So, dann gehe ich hier auf die Taste. Das ist mein, ich sag mal, Grundhauptmenü. Dann gehe ich hier auf Navigation. Da waren wir vorher schon. Das brauchen wir nicht mehr nochmal erklären. Gehe ich wieder zurück. Radio. Da waren wir gerade eben schon mit den Frequenzen etc. Brauchen wir nicht auch nochmal erklären. So, dann haben wir hier Musik. So, keine Bluetooth-Verbindung. Das heißt, wenn jetzt mein Handy verbunden wäre, dann könnte ich hier meine Musik abspielen, ja, über Bluetooth. Dann verschiedene Portale natürlich, wo es gibt, wo man sich dann anhören kann, ja. So, dann hier nochmal das Thema Telefon, da waren wir auch schon. Fühlt sich haptisch gut an, funktioniert schnell. Wenn ich dann jetzt noch mein Telefon mit dem Kabel verbunden habe, kommen hier meine Apps, da kann ich auch Videos und Fotos und sowas anschauen. Und hier habe ich App Organizer, App Entfernen, App Manager. Machen wir wieder weg. So. Dann Fahrzeuginfo, Luftqualität. Na, das hatte man gerade eben schon mal. Der lässt sich nicht ansetzen, muss ich nochmal checken. So, und dann gehen wir hier auf System. So, und dann gibt es Lizenz, Software Update, Karten Update, alles zurücksetzen. Machen wir nicht. Finger weg davon. So, dann haben wir hier nämlich alles soweit. Ja, Fahrzeug. Ja, haben wir alles. Schade, da fehlt mir jetzt zum Beispiel ein Bordcomputer, ja. Wie jetzt beim Vorgänger Zoe, wo ich die Rekuperations Anzeige habe, wo mir zeigt, was habe ich denn an Kilowattstunden zurück rekuperiert, ja, was habe ich da zurückgewonnen. Klar, verbrauche ich es wieder, aber ist einfach interessant mal zu sehen. Und die Kurven, wo habe ich wie viel rekuperiert etc., was hat meine Heizung verbraucht, was hat mein Motor verbraucht. Das fehlt mir hier. So, dann habe ich hier das Thema Fahrzeug, Fahrassistent, das kennen wir von vorher, ne? Verkehrszeichenerkennung, Spurhalte, dann gibt es ja noch tote Winkelwarner, Fernlichtassistent, beim Fernlichtassistent muss ich den Hebel
wenn ich das Fernlicht anmache, nach vorne drücken und dann wieder einmal herziehen und dann habe ich die Automatik. Ja? So, gehen wir wieder zurück. So, dann haben wir Parkassistent. Es gibt noch für, bin ich ganz sicher, 590 Euro, glaube ich, den Einparkassistent, der dann rückwärts, quer oder längs einparkt oder schräg sogar. Den hat der jetzt nicht an Bord. Dann können wir hier praktisch den Sohn ausschalten, wenn wir das möchten. Ja, das ist gar kein Problem. So, und dann haben wir hier noch die Kamera. So, und da kann ich mir hier einstellen. Die ist richtig schön scharf. Also die ist wirklich ganz gut. Dann kann ich hier die Helligkeit verändern. Ne? Wie hell soll es sein? Die Farbe, Farbgebung. Ja, also kann ich das alles ein bisschen verändern. Ich mache wieder 50%. Ja. Dann kann ich die die Spuren wegmachen, wo mein Fahrzeug hinfährt. Ja. Wo es einlenkt. Wenn ich jetzt mein Lenkrad bewege, sieht man, ne? Wo bewegen sich meine Reifen hin hinten. Ja. Dann lassen wir das alles an. Hier gehen wir doch auf 50%. So, das ist da die Kamera. Die haben wir mit an Bord. So, dann kann ich hier noch einmal alles zurücksetzen. Das brauchen wir nicht. Tue ich wieder zurückgehen, dann habe ich hier EV-Programmierung. Das heißt, hier kann ich wieder meine Ladenzyklus programmieren. Da waren wir vorher schon über Klima drin. Oder beziehungsweise über das Navigationsgerät waren wir davor schon drin. Ne? Zeit festlegen, bearbeiten. Ne? Hier bis zu 5 Stück, das haben wir vorher schon. So, Klima hatten wir auch vorher schon. Kalender hatten wir vorher auch schon. So, dann gehen wir wieder zurück. So, Fahrzeugkonfigurator, Blinkerlautstärke. Kann ich niedrig machen, mittel oder hoch. Ja. Zugang, dann kann ich hier sagen, automatische Verriegelung der Türen, ja, schlüsselloses Verriegeln, Entriegeln, ja, das heißt, wenn ich weglaufe, geht das Fahrzeug zu, wenn ich hinlaufe, geht das Fahrzeug auf, das ist halt eins weiter unten, genau, so, hier, Näherung, Entriegeln, Verlassen, Verriegeln, das kann ich hier ein- und ausschalten, wenn es einen nervt, da hatte ich es gestern im Fahrcheck schon davon, kann jetzt sein, ich laufe am Auto vorbei, es geht einfach auf, wenn es nervt, kann man es hier ausschalten, lautlos Verriegeln ist aus, automatische Neuverriegelung, der Türen ist an. So, dann kann ich hier noch einen Wischer einstellen. Heckwischer geht an, wenn ich vorne den Wischer an habe, dann merkt er, es regnet. Automatischer Frontwischer ist an, wir haben Regensensor Serie. Nachwischen macht er einmal. Ja? So, dann hier Willkommensbegrüßung, Lichtsignalbegrüßung, Hallo, Tonsignal. Als Begrüßung ist aus, automatische Innenbeleuchtung ist an. So, dann können wir das Ganze auch wieder zurücksetzen. So, da haben wir hier nochmal das Fahren. Und dann gehen wir wieder zurück, ja. So, dann haben wir hier noch System. So, dann kann ich hier noch das Display heller und dunkler machen, ja. So, den Klang kann ich hier noch einstellen. Möchte ich live, launch, zentriert, Fahrer, ja, dann gehe ich hier drauf. Wo soll der sein, der Punkt, ne? Das haben sie schon cool gemacht. Juhu, lass mal mittig, das passt. Oder ich mache das hier drüber, ne, vorne zentral oder manuell. So. Dann gehen wir hier wieder zurück, dann haben wir Lautstärkenanhebung auf 3. Ne? So, mach halt, gehen wir nochmal da rein. So, dann haben wir noch die Sprache für zum Beispiel Navi etc. Ansprache, ne? Signaltöne on, off, Telefon, Klingelton ist auf 16. Andere Töne, Blinkerlautstärke nochmal, Signaltöne, da waren wir vorher schon. So, gehen wir wieder eins zurück. Dann können wir hier die Sprache auswählen, gehen wir wieder zurück. Tastatur, gehen wir wieder eins zurück. Dann haben wir Datum, Uhrzeit. Können wir hier einstellen, ne? In welchem Land wir uns befinden, können wir das extra einstellen. Dann haben wir Gerätemanager noch einmal, welche Dienste habe ich etc. Und dann kann ich mir das anschauen. Gehe ich wieder eins zurück, Bildschirmstart, dann zeigt er mir hier an, was will ich haben. Ja, da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich will es ein bisschen runtersetzen, ich will es ein bisschen größer haben, kann das alles so ein bisschen verziehen und dann kann ich mir hier über die Reiter Anklick anzeigen, was soll es mir denn in diesem Startbildschirm meiner Home-Taste anzeigen, ja? Und das kann ich dann bei alle verstellen, ja? Da habe ich hier noch den dritten, dann kann ich hier noch verstellen, was soll er mir noch anzeigen? Und wenn ich hier jetzt auf den Punkt gehe, dann hier meine zum Beispiel Favoritenliste erstellen, ja? Das kann ich hier mit den ganzen Sachen machen, ja? Dann kann ich das auswählen, ne? Adresse, ADS, Kontakte, Wetter. Jetzt kann ich zum Beispiel das da so hier reinschieben. So, jetzt zeigt er mir das nachher, das zeige ich euch dann gleich, wenn wir auf dem Hauptbildschirm wieder sind, zeigt er mir das dann an, ja? So, Widgets löschen, zurücksetzen, nein. So, dann gehen wir wieder eins zurück. So, das war das hier, das Thema System. So, Fahrzeug hatten wir schon, da waren wir vorher schon. So, dann gehen wir nochmal, so, auf das Thema Einstellungen. So, auf Fahrzeug konfigurieren. So, dann sehen wir hier nochmal durch. Zack, alles. Willkommen. Zack, zurücksetzen.
Dann gehen wir wieder zurück. So, System. So, dann Gerätemanager, Startbildschirm. Hier kann ich dann noch die Benutzerprofile eingeben. In dem Fall 5 Stück. Ja, Gast etc. Ja, so, dann kann ich es auch Profil wieder zurücksetzen hier. Ja, und hier tue ich es dann bearbeiten. Gehe ich wieder eins zurück. So, und dann haben wir das jetzt auch durch. Fahrzeug haben wir auch durch. Gehen wir wieder eins zurück. So, dann haben wir eigentlich schon unsere Grundtaste soweit durch. Vorschläge, Hinweise gibt es keine. Und von dem her sind wir soweit safe. Ja, noch schön ganz zum Schluss. Hier haben wir noch laut leise natürlich fürs Radio. Und hier kann ich noch ausschalten. Und dann haben wir das Thema schon. Wie gesagt, hier Klimaanlage, induktives Laden, also P-Stellung haben wir keine. Das Auto geht immer automatisch, wenn man es ausmacht, in P-Stellung. Ich muss da nichts suchen. Und wenn man die Tür aufmacht, geht die Handbremse auch auf. Und sie löst sich aber durchs Drehmoment automatisch wieder, wenn man angeschnallt ist. Ja? Und ansonsten tut sich da nichts. Ja, geschehen zum Lenkrad. Wir haben hier auf der linken Seite unser Tempomat und Tempobegrenzer. Null tue ich ihn kurz deaktivieren und mit Resume, also RES, tue ich den zurück aktivieren und dass er wieder die letzte angegebene Geschwindigkeit wieder annimmt. Ja. Rechts habe ich Telefon auflegen, Sprachmodi, hier gleich unser Knopf für unser Display und hoch runter. Und da kommen wir jetzt gleich dazu. Wir haben in dem Fall Regensensor serienmäßig mit dabei, kann ich hier einstellen auf Automatik. Und links haben wir Lichtautomatik, wir haben LED-Scheinwerfer-Serie. Hier haben wir noch unsere, in dem Fall 4 elektrischen Fensterheber, elektrische Außenspiegel beheizt Serie, einklappbar kostet extra. Und hier links da drüben sind noch unser Frontladerknopf, Lichtverstellung und Assistenzsysteme, Spurhalteassistent einschalten, hier links. Ja, ja. Zum Display. Zentrales Tacho, sage ich mal, mit Öko, Ready, und das links unterm Grüne ist dann Rekuperation, Charge, ja. In der Mitte Geschwindigkeit, dann zeigt es mir auch die Schilderkennung an, auf dem Navi auch. Und jetzt kann ich hier mit dem Knopf hier oben links die ganzen Anzeigen verstellen. Fangen wir bei Fahrzeug an, dann kann ich nach unten wählen. Das ist das, was ich jetzt mit dem Akku gefahren bin. Ja. Also ich habe kurz nachgeladen gestern für Beschleunigungsvideo. Ich bin 401 Kilometer gefahren am Stück mit einem Akku. Schaut euch das Langzeitvideo an. Genau. Nochmal eins weiter runter, zeigt es mir die Reifendruckkontrolle an. Ja, aber nur während dem Fahren natürlich. Deswegen steht da jetzt nichts. Dann habe ich hier leer. Und dann Momentanverbrauch und Durchschnittsverbrauch. Ja. Mehr habe ich leider nicht. Dann gehe ich eins rüber auf Musik, da kann ich natürlich ja dann Radiosender auswählen. Jetzt ist gerade keiner da, da muss ich auf Quelle gehen, auf Radio wieder, und dann zeigt sie mir hier links dann praktisch die Sender an, ja. Und dann kann ich die wählen, ja, was ich möchte. So, dann gehe ich nochmal eins rüber, dann habe ich hier zum Beispiel Kompass, ja. Gehe ich hoch, zeigt sie mir die Navikarte an oder nur die Pfeilrichtung. Die drei Möglichkeiten gibt es. Dann haben wir noch von den linken Symbolen das rechte, geht rechts rüber auf die rechte Seite, ja, da wo die Kilometer, mir den Kilometerstand zeigt. Und da kann ich dann hier ein Blatt anzeigen lassen oder was macht mein Fahrzeug gerade? Wird gerade Strom abgegeben über die Akku an den Motor, an die Reifen, oder wird gerade rekuperiert? Dann wird es blau angezeigt, dann wird von den Rädern praktisch zum Motor, zum Akku das angezeigt, ja. Und ganz rechts habe ich dann noch, welche Stellung bin ich gerade in meinem Getriebe, D, B oder Rückwärtsgang oder neutral. Unten rechts Kilometerstand, unten links, wie weit ich noch fahren kann, und links der prozentuale Anzeige von meinem Akku und dass die Handbremse angezogen ist. Mehr habe ich im Display nicht, wie gesagt, schade, mir fehlt da so ein bisschen ein zentraler Bordcomputer, wie jetzt im alten, so, wo man anzeigen kann, das und das habe ich. Vielleicht geht es über Airlink, das muss ich noch checken, aber so viel Zeit hat man leider mit dem Auto nicht. Vielleicht kann ich das dann noch mit einfügen. Ja, und ansonsten war es das dann soweit. Genau, zum Thema Systemtest. Jetzt machen wir noch schnell ein kurzes Video Sprachmodi und dann war es das schon. Bis dann, ciao. Ja, danke fürs Schwadenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiterhin folgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben.
vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr hier noch drei Videos, wo ihr euch einklicken könnt. Schaut es euch an, habt viel Spaß. Wir sagen danke fürs Schauen und bis bald, eure Schwabenchecker. Ciao. Ciao.